Ja, wir spielen nächste Woche die FIA Pro League. Die wurde jetzt leider wegen Corona ausgesetzt, beziehungsweise aus Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt. Und die startet jetzt nächste Woche wieder und zwar gegen Belgien und wir freuen uns sehr drauf. Es ist sehr schön in Düsseldorf zu spielen, es ist ein schönes Heimspiel. Aber es ist mit einem kleinen Aber muss ich dazu sagen, es dürfen keine Zuschauer dabei sein und dann ist die Heimkulisse natürlich nicht so extrem, dass man da so viel mitnehmen kann. Aber den Platzvorteil hat man schon mal. Das internationale Hockey hat uns allen auf jeden Fall sehr gefehlt. Klar macht es Spaß, auch in der Bundesliga mit den Jungs zu spielen und auch endlich wieder auf dem Hockeyplatz überhaupt zu stehen. Aber das Level im internationalen Hockey ist einfach nochmal ein Stück höher und da macht es auf jeden Fall Bock und sich auch dann gegen so eine gute Mannschaft auszeichnen zu können. Belgien ist amtierender Weltmeister und Europameister. Dementsprechend sind sie natürlich der Favorit. Aber durch die Corona-Pause, glaube ich, starten alle irgendwo auf einem ähnlichen Level. Wir sind eine sehr talentierte Truppe und rechnen uns dann schon auch Chancen aus, die zu schlagen, denn so groß ist die Lücke zwischen Belgien und uns dann auch nicht. Also die Stimmung ist großartig, wir freuen uns alle riesig. Ja, Hockey auf so einem Niveau zu spielen, haben wir, glaube ich, alle vermisst über die letzten Wochen und Monate. Und deswegen, ja, freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Da aufgrund von Corona am Dienstag und am Mittwoch bei den Spielen leider keine Zuschauer zugelassen sind, überträgt DAZN aber beide Spiele, der Herren und der Damen, auch live auf ihrem Channel.